Ach ja, Hauptsache es ist nicht irgendein Augmented Reality Fallout, so wie vor ein paar Jahren bei Conker. Ach so, was meinst du? Ja, das habe ich nur so nebenbei mitbekommen. Aber gab's das überhaupt? Wurde das überhaupt jemals wirklich? Nee, oder? Das war nur immer bei den Demos für dieses Augmented Reality Microsoft Ding, das dann irgendwie eingeschlafen ist. Aber da haben die ja Conker... Ich weiß nicht, was da mit denen los war. Wie kann man Conker so umdesignen, ey? Der hat ausgesehen wie der hässliche Version von dem Eichhörnchen aus Ice Age. Und das ist ja okay, aber doch nicht für Conker. Leute, hallo. Was macht ihr denn? Naja, hat man seitdem zum Glück nicht mehr gesehen, dieses Conker-Design. Red mal mit dem großen Pinguin-Kerl da, oder? Schüler glitzernde Sterne, Abschlussprüfung. Wie die glitzern. Ich schätze mal, ich soll glitzernde Sterne, Steine finden. Mir gefällt auch wirklich nicht, was die mit Banjo und Kazooie gemacht haben. Ich meine, es ist okay. Ich finde es jetzt nicht total schlimm oder so. Aber ich mag auch den Stil von Bolt und Knuckles, oder wie das heißt, nicht so gerne. Ich verstehe nicht. Wenn man von Nintendo eine Sache lernen kann, dann, dass man die Designs von seinen erfolgreichen Videospielfiguren niemals verändert. Auch wenn sie nach 20 Jahren lächerlich aussehen, Original ist immer besser, anstatt die irgendwie umzustylen und zu redesignen. Das ist nie gut. Das ist nie gut. Damit verärgert man nur Fans und profitieren tun sie sowieso nicht davon. Ist zumindest meine Meinung. Was ist denn jetzt passiert? Dammit. Ah. Laut den Leaks ist viel für Resident Evil geplant. Ja, ja, das stimmt. Eben auch ein Resident Evil Hunk. Ah, für 2024. Und ein neues Outbreak. Stimmt, davon habe ich gehört, aber das weiß ich nicht mehr aus welchen Quellen. Keine Ahnung. Resident Evil 4 Remake wird laut Leak mit viertes Quartal 22 angegeben. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich meine, jetzt kommt erstmal der achte Teil. Ist eh ganz klar, dass man dem jetzt nicht in die Quere kommt. Aber wenn der dann mal draußen ist, dann kann man wahrscheinlich Mitte des Jahres, könnte ich mir vorstellen, vielleicht schon mit Ankündigungen rechnen. Also so Mitte nächsten Jahres könnte man vielleicht schon mit Ankündigungen für andere Resident Evil Projekte rechnen. Mal abwarten. Bin ich wirklich gespannt. Ich meine, die haben jetzt wirklich mit Resident Evil 7 und dem Resident Evil 2 Remake Resident Evil so gut gerebootet. Und zwar gleich auf zwei verschiedenen Schienen. Die wären ja unheimlich blöd, wenn die da jetzt nicht mehr draus machen würden. Die haben jetzt eine Franchise mit zwei Reihen quasi, die Third Person und die First Person Teile, die beide sehr gut laufen. Also besser, was Besseres kann man sich nicht wünschen. Da können wir uns sicher sein, dass die da viel draus machen. Aber andererseits, ne, rede ich immer so und dann schaut man sich an, dass irgendwie mit der Silent Hill Lizenz zurzeit immer noch nichts gemacht wird. Angeblich sind ja Sachen in Arbeit, aber jetzt, wo der Survival-Horror dank Resident Evil so groß wieder zurückgekommen ist, sitzen die anderen da auf ihren großen bekannten Lizenzen, die teilweise schon mit Resident Evil auf jeden Fall mithalten können von der Popularität her, und machen nichts. Warum machen die denn nichts? Frage ich mich da. Insofern ist nicht immer alles so offensichtlich und so logisch. Ich meine, klar, Videospielentwicklung, das sind Riesenprojekte, das ist nicht leicht, das wird nicht über Nacht gemacht. Da kündigt man nicht mal schnell was Neues an. Da braucht man erstmal ein paar Jahre, bis man überhaupt mal was Handfestes hat. Oder selbst mit dem großen, erfahrenen Team mindestens ein Jahr, bevor man da was vorzeigen kann. Insofern ist schon klar, das geht nicht alles so schnell. Aber jetzt schon langsam wäre es an der Zeit, bevor der große Hype wieder verfliegt. Der Survival-Horror-Hype. Aber wer weiß, was mit Konami jetzt los ist. Nachdem Kojima gegangen ist, haben die ja gesagt, die wollen sich jetzt mehr auf den Mobile-Markt konzentrieren. Und somit war mein Interesse für die leider zu ziemlich erloschen. Jetzt heißt's, dass die anscheinend doch wieder richtige Spiele machen wollen. Also nicht, dass es nicht auch ganz viele, muss ich dazu sagen.
ganz viele wirklich großartige Spielideen und Spiele, die ich sehr gern mag, kommen ursprünglich von Mobile-Plattformen. Das will ich nicht verallgemeinern. Aber im Endeffekt, wenn so eine große Firma sagt, sie will auf den Mobile-Markt gehen, kann man sich ungefähr vorstellen, was dann zu deren Plan ist. Und zwar nicht die großen Innovationen in die Perlen zu machen. Innovativen. Insofern. Ja genau, mal schauen. Vielleicht finden die ja doch ihren Weg wieder zurück. In der Post-Kojima-Zeit. Vielleicht schaffen die es ja nochmal, sich doch zu regenerieren quasi. Und doch wieder coole, große Spiele zu machen. Wer weiß. Natürlich, natürlich. Ist eh ganz klar. Alles, was wir hier jetzt reden, sind Gerüchte und Spekulationen. Das weiß man alles nicht. Weil selbst die glaubwürdigsten Leaker, die offensichtlich wirklich Quellen haben müssen, haben nicht immer recht. Weil auch die manchmal erstens einfach vielleicht Informationen kriegen, die nicht stimmen, oder weil sich halt Sachen auch einfach ändern. Kann ja sein, dass bei Capcom irgendwann mal ein Resident Evil 4 Remake geplant war, aber ob das jetzt aktuell noch in der Entwicklung ist, wer weiß, ne? Das sind immer so Sachen, da muss man vorsichtig sein und nicht zu viel erwarten oder sich zu früh freuen. Nein, nicht drunter fallen. Das schaffen wir nicht mehr. Ich glaube, wir schaffen es doch noch. Sogar recht bequem. Na dann. Ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta! Oder so ähnlich. Bezüglich Silent Hill würde mir mal gesagt, wenn der Stolz wichtiger ist als der Hype. Will heißen, ich habe das Gefühl, dass es eben noch immer im Weggehen von Kojima da ein wichtiger Grund für ist. Hä? Wie? Meinst du von wegen, Ich weiß schon, was du meinst, ne? Weil der Chef von Konami und Kojima haben sich anscheinend richtig in die Haare gekriegt und sich total gehasst anscheinend auch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch so ein bisschen Trotzverhalten dahinter steckt. Dass man sagt, nee, das Projekt von dem machen wir jetzt nicht wirklich hier mit PT und neuem Silent Hill. Weil der ist so ein Arsch, der ist doof. Das kann schon sein. Nee, passt schon. Ich habe bestimmt auch blöd gelesen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich sitze ein bisschen weit weg vom Bildschirm und sehe die Chatnachrichten teilweise nicht so gut. Man muss auch darauf gefasst sein, dass man enttäuscht werden kann. Ja, aber mindestens. Nee, ich mag ja so Spekulationen und Gerüchte und sowas total gern. Ich kann mich da total drin vergraben und versumpfen und irgendwie hier noch... Und dann auch, wisst ihr, auch die haarsträubendsten Behauptungen in irgendwelchen Reddits von angeblichen Entwicklern, schaue ich mir alles gerne an. Das sind für mich so kleine Was-wäre-wenn-Geschichten. Ich glaube nicht wirklich, dass irgendwas davon stimmt und meistens, zu 99% ist es auch Bullshit, diese ganzen Reddit-Leaks und sowas und 4chan und was es da alles gibt. Aber trotzdem ist es... Trotz, irgendwie macht es mir Spaß. Das ist so ein bisschen, wie ich mich auch gerne mit so Verschwörungstheorien beschäftige, weil es mir einfach irgendwie Spaß macht, mich mit so Gedankenkonstrukten auseinanderzusetzen. Ebenso, was wäre, wenn Geschichten, ne? Deswegen habe ich früher Outer Limits geguckt und X-Faktor und sowas. Genau deswegen. So, was, wenn es doch stimmen würde? Oder, einfach so Gedankenexperimente. So, was ist jetzt mit dir? Die Abschlussprüfung legen wir ab, aber sicher doch. Aber was muss ich machen? Was genau ist denn die Abschlussprüfung? Weiß es gar nicht. Ich sollte vielleicht nochmal mit dem Captain reden. Ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Was ich damit sagen will, ist, ich beschäftige mich gern mit Leaks und es gibt auch welche, die glaube ich eher und welche, die glaube ich weniger. Aber man soll am besten nichts glauben, ne? Erstmal nur alles nur Spekulationen.
gibt noch andere Schüler. Also kann es sein, Grangel goldenen Panzer gibt. Okay, soll ich jetzt irgendwo einen goldenen Panzer suchen oder so? Ist das jetzt... Ah, da ist der goldene Panzer. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Ich will ihn. Teuflisch. Und jetzt, was mache ich jetzt damit? Bringe ich den jetzt zum Obermufti da oben? Bitteschön. Ich bin der beste Schwimmer überhaupt. Hätte ich nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Goldmedaille! Ich bin ja kein Experte, aber sollte eine Medaille nicht wenigstens, wenn sie schon sternförmig ist, ein Band haben, damit man sich das Ding umhängen kann? Naja, wollen wir mal nicht so sein. Ich nehme sie. Ist okay. Und Schnauzer wäre auch nicht schlecht. Vielleicht rasiere ich mir alles weg, außer den Schnauzer. Ich finde, da muss man so reden. Gerade wenn der Schnauzer so weit runter geht, muss man irgendwie anders reden. Ich weiß nicht, warum ich gleich in so einen amerikanischen Akzent verfall. Aber irgendwie so eher. I don't know. In my days. So ungefähr. So, noch einmal zum Glasstrahl. Ich mag kein Unterwasserlevel. Und keine Mario. Auch nicht in dem. Gut, in Odyssey. Mit den Verwandlungen sind die dann doch wieder cool. Und in Donkey Kong Country fand ich die auch ganz cool. Auch wenn die da echt schwer waren. Mit Pornobalken, genau. Ich hatte mal eine Zeit lang, und das hatte schon Style, so ein Trucker-Bart oder so. Also quasi skinfrei und nur so hier Koteletten mit Schnauzer. Das war, hatte schon auch einen gewissen Style. Das hat mir schon gefallen. Auf jeden Fall ein lustiger Bart. So, was machen wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung, was die Aufgabe ist. Gib mir bitte einen Tipp. Schleuder keinen Panzer gegen die Wand im Meeresgrund. Kann schlimme Folgen haben. Okay, dann werde ich jetzt genau das machen, weil ich bin ein ungezogener Rüpel. Nanu, was haben wir denn da? Hallo, Kater. Wie geht's? Na. Kater, ich sehe leider nichts mehr. Ja, aber scheißegal, oder? Na dann. Ich muss schnell meinen Kater kraulen, ganz dringend. Kraulattacke! Katzenzeit. Na, hallo, Gennen. Nein? Na gut, dann halt nicht. Ach du Wuschelkater, du. So, jetzt muss ich aber wieder Mario spielen. Oh Gott, wir ersticken Gennen. Wir ersticken hier. Puh, das war knapp. Okay. So, jetzt gut. Oh Gott, Hilfe. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte unten den Schatz kaputt hauen, Gennen. Jetzt hör doch auf. Nein, er drückt Knöpfe auf meinem Controller. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Der Katzenschwierigkeitsgrad. Cat Difficulty. Ich sehe nur den halben Bildschirm und manchmal drückt er Knöpfe auf meinem Controller. Hey, aber ich habe es trotzdem geschafft. Nicht schlecht. So, irgendwo gegen die Wand soll ich fahren. Vielleicht da, wo der Aal wohnt? Nimm das Aal. Ich meine, extra Leben ist nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass das unser Ziel war. Armer Aal. Hallo, Pizziloblün oder so. Wie geht's? Gegen die Wand mit den Rissen. Ich habe noch keine. Mir ist keine Wand mit Rissen aufgefallen, aber.
Ich such sie mal. Ah, das sieht doch leicht verdächtig aus hier, ne? Komme ich jetzt nicht einfach nur oben in dem Teich raus, wo man sowieso hin kann? Nee, so hoch sind wir noch gar nicht. Mysteriöse, mystische Höhle hier. Angst. Ledermaus. Gumba! Überraschungs-Gumba! Oh Gott, oh Gott. Wir sind schon wieder mein Bewegungssteuerungs-Cursor. Der ist echt weird. Der verhält sich komisch. Muss ich so oft resetten. Schnell weg hier, bevor die Fledermäuse kommen. Puh. Einfach nur weg. Einfach schwimmen. Oh, gemein. Ich dachte, ich kann dem jetzt einfach nur so raufgehen quasi. Von meinem höheren Absatz hier. Aber nein. Das Spiel ist grausam. Ich meine, dass du hast nur noch ein Herzchen-Geräusch in dem Spiel, ist schon relativ angenehm verglichen mit anderen Spielen von Nintendo. Insofern will ich mich nicht zu sehr beschweren, aber ein bisschen nervt es trotzdem. War das knapp! Ich bin so crazy, ey. Komm schon rein! Nein! Oh oh. Ah, puh, Glück gehabt. Perfekt. So, geschafft. Ah, Gott sei Dank. Teilweise stressen einem diesen Geräusche auch sehr, finde ich. Ja, ja, manchmal sind die echt. Gerade in den alten, ne, in den klassischen Zeldas und so. Meine Güte, dieses Geblinke. Furchtbar. Genau. Das spielt sich mit dem zwei getrennten Controllern besser, auf jeden Fall. Das stimmt, aber mir ist der Pro-Controller einfach viel lieber als die Joy-Cons. Mir sind die einfach ein bisschen zu klein. Ich mag die nicht. Die liegen, finde ich, die nicht so gut in der Hand einfach. Oh, ich dachte, wir hätten es geschafft, aber jetzt gibt es noch einen Geheimstern und einen Kometen. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr auf die Wasserwelt. Machen wir lieber hier weiter in der Geisterwelt. Ja, von mir aus. Warum nicht? Genug Wasserwelt für heute. Oder zumindest für jetzt. Mal schauen. Ich werde jetzt mal versuchen, einen Schluck aus meiner Cola zu trinken, ohne mir den Bart zu waschen. Versehentlich. Glaube ich, ganz gut funktioniert. Okay. Wo waren wir? Los geht's. Rette Luigi aus dem Spukhaus. Ja, ja, genau. Da gab's Luigi's Mansion schon. Klar. Das war ein Starttitel für den GameCube. Logisch. Gab's schon lange. Es gab's schon vor Sunshine. Da war ich jetzt gerade ganz falsch gewickelt. Auf jeden Fall verstehe ich deswegen die Assoziation, dass Luigi in diesem Spukhaus ist. Ich habe gerade nachgedacht, ob, ne, ob das überhaupt schon Sinn macht. Aber ja, ja, das macht schon Sinn. Das machen die echt gerne, oder? Seit Ocarina of Time machen die das bei Nintendo irgendwie gerne, diese rotierenden Wege. Es werde Licht. Und wenn ich jetzt Geister reinlocke, dann explodieren die, oder?
Nimm das Geist. Und das Level kann ich mich gerade so gar nicht mehr erinnern. Da bin ich mal gespannt. Bowser-Statuen überall. Geister sind empfindlich gegen Licht. Bei Luigis Mansion nicht so. Ich glaube, da muss ich noch bessere Taschenlampen holen. Er macht sich da viel zu viel Arbeit anscheinend, wenn Licht alleine schon reicht. Könnte man den Staubsauger auch weglassen. Aber gut. Super effektiv. Aha! Außerdem ist der Geister ziemlich doof. Anscheinend. Wetten, der ist nicht echt. Doch, der ist echt. Der sah so komisch aus. Der hat so komisch geleuchtet. Ich dachte jetzt, das ist ein böser Phantomblock, der in Wirklichkeit ein Geist ist. Aber nee. Der Komet vom Boss in der Geisterwelt ist die Hölle. Okay, dann bin ich gespannt. Ihn zu schaffen, ohne getroffen zu werden, ist echt frustrierend. Oh, sowas hasse ich. Sowas hasse ich wirklich. Sowas mag ich gar nicht. Zu knapper Zeitdruck finde ich schon immer stressig, aber irgendwas machen, ohne einmal getroffen zu werden oder ohne einmal einen kleinen Fehler zu machen, finde ich immer ganz, ganz stressig. Das mag ich gar nicht. Aber naja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau. Kann man diese Modded Joy-Cons... Ach so, aus dem Video? Nee, leider funktionieren die nur, wenn die an die Switch gesteckt sind. Die kann man nicht als Pro-Controller quasi benutzen. Das geht leider nicht. Ich habe quasi den offiziellen Pro-Controller hier. Aber die sind übrigens echt gut, die ich da in dem Unboxing gezeigt habe. Die habe ich jetzt schon öfter mal getestet, die Merlin auch ganz viel schon. Und die sind echt super. Liegen gut in der Hand und sind auch total leicht, wie ich schon gesagt habe, was sich wirklich als sehr gut eben herausstellt für ein Handheld, ist eh klar. Die sind echt toll. Bis jetzt. Kann ich mich nicht beschweren. Und sind billiger als so offizielle Joy-Cons. Aber die sind ja auch irre teuer. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Versuchen wir es mal hier. Okay. Ach. Ach was. Auf einmal ergeben die doch Sinn. Na gut, aber das ist wohl nur so ein kleiner Bonusraum. Da können wir wieder raus. Wie funktioniert Gravitation in dieser Welt? Das macht alles keinen Sinn. Ah, komm her. Das ist immer schön in Mario Galaxy, oder? Das hat mir schon auf der Wii echt gut gefallen, diese Außenansichten, wenn man so durchs Level fliegt. Das haben die wirklich gut gemacht. Hallo, Luigi. So, jetzt pass auf, im Endeffekt... Das ist schon ein bisschen mies. Aber gut, hat geklappt. Kennst du den YouTube-Kanal Oxhorn? Nee. Also doch, ich habe schon oft davon gehört, weil Leute irgendwie oft zu mir gesagt haben, ich bin der deutsche Oxhorn. Aber habe mir den ehrlich gesagt immer noch nicht angeguckt, obwohl ich das schon öfter mal machen wollte, eben deswegen. Aber genau, nee. Er macht unter anderem echt gute Fallout-Lore-Videos. Ah ja, genau. Aber kenne ich quasi nur vom Namen her, nicht wirklich.
Ich hoffe, dass Nintendo irgendwann auch mal 3D-Land auf die Switch bringt. Bestimmt. Ich glaube, dass die alles auf die Switch bringen. Also zumindest dieses Jahr hat so den Eindruck vermittelt, dass ob die wirklich alles, was es irgendwie zumindest auf der Wii U gab, zumindest auf die Switch bringen. Aber wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, ich habe sogar irgendwie Gerüchte gelesen, aber bei Gerüchten, ne, da waren wir ja schon, muss man vorsichtig sein, dass die wieder... die Geister tun mir nichts. Oh nein, jetzt tun sie mir schon was. Dass die wieder so die... Wie hieß das auf der Wii und auf der Wii U? Diese Virtual Consoles bringen wollen. Dass die jetzt doch von diesem monatlichen Abo-Modell-Ding dann irgendwie ein bisschen abrücken wieder. Oder zusätzlich zumindest wieder so Retro... Zeugs bringen wollen. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt und wo ich die Information gleich nochmal her habe. Aber genau, könnte ich mir gut vorstellen, sowas in der Art auf jeden Fall. Hallo. Bruderherz, da bist du endlich. Ja, aber Luigi... Ich möchte ja deine Begeisterung nicht trüben. Wo sitzen wir jetzt nicht beide in der Falle? Ruf mal Captain Toad an oder so. Irgendwer muss uns retten. Naja. Wird schon passen. Ich nehme es Nintendo bis heute, dass sie Luigi dieses Verhalten gegeben haben. Dieses Weinerliche oder so. Ich fand ihn als Kind immer cooler. Ach so. Ach, mich stört das nicht. Ich finde Luigi immer noch cool. Ich mochte den früher schon immer gerne und mag den jetzt auch noch. Vielleicht gerade, weil er so ein Feigling ist. Ich meine, wie ich schon bei Luigis Mansion gesagt habe, für mich ist sowieso Luigi der wahre Held. Der echte Held. Gerade am Schluss von dem neuen Luigis Mansion wird es ganz klar. Weil Mario ist halt einfach von Natur aus so, wie er ist. Der tut gar nichts. Der muss sich nicht überwinden oder so. Für den ist das jetzt keine Leistung. Der ist einfach so. Der kann gar nicht anders. Und für Luigi ist das, dass er in das Geisterschloss geht, um seinen Bruder zu retten, eine echte Heldentat. Eine echte Überwindung. Das ist crazy shit. Das ist wahrer Heldenmut. Den haben nicht viele Leute. Deswegen ist Luigi der wahre Held hier von den Mario Brothers. Wenn Luigi den Stern hatte, hätte er sich auch selbst teleportieren können. Ja, das stimmt. Ach ja, das ist die Vorgeschichte von ihr, ne? Die, kann man nämlich witzigerweise sehr schön so interpretieren, dass sie die Tochter von Peach und Mario ist. Oder Peach und Luigi, wer weiß. Aber ich habe nicht vor, die jetzt zu lesen. Dauert mir zu lange. Ich will hier... Galaxien erforschen, die in Wirklichkeit kleine Asteroidenfelder sind. Und nicht hier mir Geschichten durchlesen, auch wenn die sehr schön gemacht sind, finde ich. Sieht wirklich aus wie Illustration aus einem Kinderbuch. Hat schon Style. Wie viele Kapitel habe ich denn hier schon freigeschaltet? Nee, ich fand die damals zumindest wirklich nett, die Geschichte. Das ist schon okay. Nur jetzt gerade will ich Goombas kaputt hauen. Dammit. Die Musik macht sie eher schläfrig. Ja, Mario Galaxy Soundtrack schwankt immer zwischen sehr, sehr beruhigend und dann aber auch wieder teilweise wie in Windy Gardens oder so. Super episch. Ich glaube, da müssen wir wieder hoch. Ah, warte mal, ich glaube, wir könnten den Gourmet hier füttern. Ich weiß nicht, ob ich schon genug habe. Schauen wir mal, wie viel er will. Er will...
Ja, wie viel denn jetzt? 600. Perfekt. Die kannst du haben, mein Freund. Verwandlung! Eine neue Galaxie wurde geboren. Dann los! Tränengalaxie, das klingt traurig. Ausbruch des Riesenaals, das klingt dramatisch. Oh oh, noch, auch noch der Aale. Plural, das ist ja noch schlimmer. Der Pinguinlehrer ist ganz schön alt geworden, seit ich das letzte Mal hier war. Aber ich war gar nicht hier. Dammit, es wird immer verrückter und verrückter. Hat man nicht in Super Mario Land 89 sogar noch Disney? Daisy! Disney? Daisy und nicht Peach retten müssen. Ich glaube, mich daran zu erinnern. Aus irgendeinem Spiel ist auf jeden Fall Daisy die Prinzessin. Die kommt ja nicht von nirgends her. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, in welchem. Aber es war ja erst Lady. Ganz am Anfang im Arcade-Automaten war, glaube ich, Lady die erste Bezeichnung für die. Und dann kam erst Pauline. Und dann Daisy und dann Peach erst. Die ursprünglich, glaube ich, auch... Hieß die ursprünglich nicht Prinzessin Toadstool auch oder sowas? Es ist kompliziert mit den Prinzessinnen in Mario auf jeden Fall. Aber, ja. Muss ich jetzt die Aale kaputt schießen, während ich Torpedos ausweiche? Das ist eigentlich ganz cool. Oh, das ist aber nicht leicht. Yes! Ich dachte, das sind Münzen, die gelben Fische. Ich wollte sie schon fast einstecken und mir dafür Süßigkeiten kaufen. Hoia! Komm schon, grüner Panzer, roter Panzer. Gut, ich war mir nämlich nicht sicher, ob die wirklich so funktionieren, wie ich das aus Mario Kart erwarten würde. Aber scheinbar schon. Das war leicht, aber es war cool. Das hat Spaß gemacht. So diese Torpedo-Schildkröten-Dingsy-Steuerung ist irgendwie ganz cool. Die funktioniert schon wesentlich besser als in Mario 64. Da war das noch ein bisschen schwierig, mit dem Schildkrötenpanzer durchs Wasser zu navigieren. Hier hat das schon echt einen guten Flow jetzt mittlerweile. Aber liegen ja auch 10 Jahre oder so dazwischen. Mario ist ein schwerer Nöter. Das stimmt. Er hat ja nur gerettet, ne? Ich meine, ansonsten weiß man ja nichts. Insofern weiß man es nicht. Vielleicht ist er auch einfach nur so ein ganz normaler nice Dude ohne böse Hintergedanken oder so. Warum werde ich denn immer wieder hier in der Sternzentrale abgesetzt? Setz mich doch da ab, wo ich aufgehört habe. Da und muss ich wieder den Turm hier hochklettern. Warum denn? Was habe ich euch getan? Womit habe ich das verdient?